Hallo, hier ein Beispiel für eine Entwässerungsanlage in einem Industriebetrieb. Dieser Industriebetrieb stellt Palmölprodukte her. Der Schlamm kommt aus einer MBR-Anlage, rein organischer Schlamm. Er gelangt hier mit ca. 1,2% Trockensubstanz in die Maschine. Der Durchsatz liegt bei 4,5 bis 5 Kubikmeter pro Stunde. Der erreichbare Austrag liegt bei ca. 14 bis 15% PS, was für diesen Schlamm ein sehr gutes Ergebnis ist. Die Anlage läuft seit 2017 an 5 Tagen die Woche, 24 Stunden, ohne einen einzigen Ausfall.